Ja, ich treffe jetzt Luca von der Firma NTN SNR. Luca, was spielt eure Firma für eine Rolle im freien Ersatzmarkt? Ja, hallo Cindy erstmal. Wir sind mittlerweile nicht nur weltweit größter Radlagerlieferant und Hersteller für die Erstausrüstung, sondern auch bedeutender Lieferant für Motorsteuerungskomponenten, unter anderem Spannumlenkrollen. Deswegen haben wir hier ein Exemplar mitgebracht, wo wir alle Teile, die mit gelben Punkten versehen sind, damals in die Erstausrüstung geliefert haben. Der Motor ist von Ende der 90er, Anfang 2000 und heutzutage natürlich auch in den freien Markt liefern. Ja, du sagst nicht nur für Lager da, ich sehe hinter mir, also es hat mich ein bisschen da gewundert, was ist das genau? Vielleicht können wir dort gucken. Also, das ist eigentlich Lager hier bei euch, aber das sieht nicht aus wie Lager. Nein, das ist das System ASB, das ist die Raddrehzahlerkennung, die wir heutzutage in unseren Radlagern finden. Und das System ASB ist eine Entwicklung von NTN SNR, was in den 90ern kam. Und diese Technologie ist immer bedeutender heutzutage im Automobilsektor, weil wir viele elektronische Systeme mit diesem System heutzutage speisen können. Und hier haben wir ein Modell aufgebaut, um Fehlerdiagnosen der Werkstatt zu erklären, weil der Umgang mit dem System immer wichtiger wird. Okay, interessant. Es gibt auf dem Markt viele gefälschte Teile, Ersatzteile, also Fake-Teile auf dem Markt. Wie erkennt man ein Originalteil von euch? Ja, unsere Teile, die sind alle gelabelt sozusagen, gebrandet, das ist da eingraviert und wenn man auf das Produkt draufschaut, dann sieht man, dass es ja von uns ist. Also wenn NTN SNR draufsteht. Was gibt es noch zu erwarten im freien Markt von NTN? Ja, dadurch, dass wir sehr viele Anteile in der Erstausrüstung haben, haben wir auch ein sehr großes Produktportfolio. Zurzeit ist natürlich noch nicht alles freigegeben für den freien Markt, aber auch da kommen immer wieder neue Produkte auf den Markt. Als nächstes sicherlich Gelenkwellen und auch im NFZ-Bereich haben wir einiges an Lagern zu bieten. Ab 2015 oder ab 2016? Nein, das ist für 2016 vorgesehen. Das heißt, wir arbeiten noch mit Hochdruck daran, die Produkte möglichst schnell für den freien Markt freizubekommen und dann werden die natürlich auch erhältlich sein. Vielen Dank, Luca. Dankeschön, das war's.